Hilferufe aus mehreren Orten haben uns erreicht mit dem immer gleichen Thema: Ärger und Unverständnis über die Pläne der mittelbrandenburgischen Sparkasse, Filialen zu schließen. Wir sind unterwegs in Wilhelmshorst, ein Ortsteil von Michendorf. Rund 3200 Menschen leben hier, mitten im Ort die Sparkasse, die es hier nicht mehr lange geben soll. Keine Kundenbetreuung mehr und auch keinen Geldautomaten. Seitdem die Schließungspläne vor einigen Wochen bekannt wurden, regt sich großer Widerstand, auch weil in Nachbargemeinden weitere Filialen betroffen sind. Ich grüße Sie in Wilhelmshorst. Guten Tag. Das Thema Sparkassenschließung bewegt. Viele Menschen sind ja heute hergekommen. Claudia Nowka, Bürgermeisterin aus Michendorf. Sie haben uns geschrieben, zusammen mit der Bürgermeisterin aus Schwielowsee. Was halten Sie denn von den Schließungsplänen? Ja, wir sind entsetzt von den Schließungsplänen. Als wir davon erfahren haben, waren wir wirklich entsetzt. Und für uns bedeutet das, dass eine gewisse Attraktivität natürlich des Ortes verloren geht. Persönlichkeit geht verloren. Wir kämpfen eigentlich immer dafür, dass unsere Gemeinde keine Schlafgemeinde ist, sondern dass sie lebens- und liebenswert ist. Was heißt das jetzt hier vor allem für die älteren Mitmenschen? Na, die Filiale, die die älteren Menschen erreichen sollen, liegt ja im Ortsteil Michendorf. Das sind 4 Kilometer. Wenn ich nicht mobil bin, nicht mit dem Bus fahren kann, gelange ich dort nicht hin. Das heißt, irgendjemand muss mir Geld mitbringen. Ich kann keine persönlichen Bankgeschäfte mehr erledigen. Und das ist eine Einschränkung, die wir nicht hinnehmen wollen. Wer von Ihnen benutzt denn die Sparkassenfiliale regelmäßig? Wer ist regelmäßiger Kunde? Wer geht also direkt auch immer hin? Doch eine ganze Menge. Sie kommen auch aus dem Ort? Nein, ich komme aus Kaput. Wir haben dasselbe Problem. Für mich ist seit meiner Geburt die Sparkasse mein Geldinstitut gewesen. Wenn die Sparkasse mich jetzt zwingt, Online-Banking machen zu müssen, weil auch in Kaput sowohl der Kontoausdrucker nicht mehr da ist, dann werde ich nicht mehr Sparkassenkunden bleiben, denn Online-Banking kann ich bei jedem anderen Geldinstitut machen. Ich finde, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Wir brauchten einen Geldautomaten und vielleicht noch einen Briefkasten für die Überweisung wenigstens. Ja? So, es sind auch ein paar junge Leute da. Warum ist das für Sie so wichtig? Oder ist es überhaupt wichtig, dass so eine Filiale hier bestehen bleibt? Also ich finde es auf jeden Fall wichtig. Ich bin auch seit jungen Jahren bei der Sparkasse bereits und war da immer sehr gut beraten und fand es auch immer schön, dass man einen direkten Ansprechpartner hat. Mittlerweile benutze ich die Sparkasse selten, aber wenn ich Bargeld brauche, ist es für mich als Mitbürger hier in Wilhelmshorsten wichtiger Anlaufpunkt. Dankeschön. Ja, warum soll die Sparkasse überhaupt schließen? Das fragen wir gleich die Verantwortlichen. Vorher ein Blick auf die Gesamtsituation. Noch werden die Kunden so in der Sparkasse in Wilhelmshorst beraten. Um Geld abzuheben, die haben sie. Ja, fein. Ab November soll damit Schluss sein, genauso wie in vielen anderen Sparkassenfilialen. Von den Kürzungsplänen sind landesweit 31 Standorte betroffen. Davon sollen 9 Filialen komplett verschwinden, inklusive Geldautomaten. Beschlossen hat das mehrheitlich der Verwaltungsrat der Sparkasse, in dem auch Vertreter der Landkreise sitzen. Doch nicht nur die mittelbrandenburgische Sparkasse will kürzen. Lautstarken Protest gibt es auch in der Uckermark, wie hier Ende April in Brüssow. 150 Anwohner protestieren gegen die Pläne der Sparkasse Uckermark, 5 Filialen dicht zu machen. Bei mir ist jetzt Robert Heiduck, Sprecher der mittelbrandenburgischen Sparkasse. Herr Heiduck, es gibt viel Ärger, viel Frust. Was sind die Hauptgründe für die Schließung? Es gibt Trends, denen müssen wir uns auch stellen. Und das sind im Falle dieser Entscheidung genau 2, nämlich das eine Digitalisierung und entsprechendes Kundenverhalten und Fachkräftemangel. Seit mehreren Jahren, seit gut 20 Jahren, schließen Banken in Deutschland Filialen. Und warum? Na, aus dem Grund, weil sie immer weniger nachgefragt werden. 34%, also gut ein Drittel aller unserer Kundinnen hier, besuchen uns nur noch online. Die gehen gar nicht mehr in die Geschäftsstelle. Ein weiteres Viertel der Kundinnen und Kunden hier, die besuchen uns an anderen Standorten. Also schon mal gut die Hälfte aller unserer Kundinnen hier, die besuchen uns da gar nicht. Nun ist die Sparkasse ja nicht irgendein Unternehmen, sondern eine Anstalt öffentlichen Rechts. Und haben Sie nicht auch eine Verantwortung, eine kommunale Daseinsfürsorge für die Menschen hier? Ganz recht. Das steht im Sparkassengesetz. Da steht drin, dass wir die Bevölkerung mit Bankdienstleistungen zu versorgen haben. Und auch nach der Schließung hier werden wir das Kreditinstitut sein, das die mit Abstand meisten Geschäftsstellen und die mit Abstand meisten Geldautomaten vorhält. Trotzdem, die Menschen brauchen die Sparkasse, hören wir hier. Und ich glaube, viele wären jetzt zufrieden, wenn wenigstens der Geldautomaten hängen bleibt. Warum wollen Sie den denn auch noch wegnehmen? Ja, also einfache Antwort, die Nachfrage. Das heißt, wir haben also hier eine zu geringe Nachfrage.
Ja, wir haben also tatsächlich die Hälfte von dem, was nötig ist, um den Automaten zu betreiben. Frage ich doch gleich nochmal in die Runde, was sagen Sie zu den Argumenten hier? Also mein Name ist Decker Matthias, ich wohne seit 64 hier, ich wohne genau gegenüber der Sparkasse und was Sie erzählen ist Lug und Betrug, sage ich Ihnen mal ganz an. Das sind keine Fakten, die kommen mit Zahlen hier angefahren, und machen die Leute, die wollen sie platt machen, die denken nicht an die Menschen hier im Ort und gar nichts. Ja? Warum sagen Sie Lug und Betrug, haben Sie nachgezählt? Wir sitzen manchmal am Konsum, da sind schon vormittag in 2 Stunden 10 Leute drin, was sie hier erzählen. Und da sind hundertprozentig mehr Leute. Da kann ich Ihnen an Fakten. Und wenn ich mir den Spaß mache und erzähle und ich bleibe mal zu Hause, widerlege ich Ihre Fakten. Ich glaube Ihnen, dass Sie die Zahlen, die ich genannt habe, nicht mögen. Aber das ändert nichts daran, dass sie stimmen. Frau Nowka, gehen Ihre Bürger zu wenig in die Filialen und holen Geld? Das glaube ich tatsächlich nicht. Also wir zweifeln die hier genannten Gründe wirklich an, weil wir sie eben anders erleben. Wir haben das ja auch gehört. Marco Köhler ist hier Landrat von Potsdam-Mittelmark. Herr Köhler, Sie sind nicht nur Landrat, sondern sitzen auch im Verwaltungsrat der Sparkasse. Und der hat das auch entschieden, dass hier die Filialen geschlossen werden. Wie haben Sie denn gestimmt? Der Verwaltungsrat hat deutlich mehrheitlich entschieden, dass dieses Ergebnis, so wie es auch vom Vorstand vorgeschlagen wurde, dafür gestimmt. Und auch ja, ich habe dafür gestimmt. Ist es nicht auch ein bisschen eine Entscheidung gegen Ihre eigene Kommune, wenn Sie die Menschen hier sehen? Ja, selbstverständlich. Aber 23 Filialen haben wir erhalten im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Und ich bin noch ganz ehrlich, ich habe das große Ganze des Landkreises betrachtet. Und wie kann man auch unter den wirtschaftlichen Erwägungen, die zu beachten sind, auch für Verwaltungsratsmitglieder zu beachten sind, ein Filialnetz im Landkreis erhalten, wo auch insbesondere der ländliche Raum erhalten wird. Und da reden wir dann nicht über 4 oder 5 Kilometer. Wenn es auch dem Wilhelmshorst nicht fehlt, nehmen Sie mir das nicht übel. Da reden wir mal schnell über 10, 15 oder 20 Kilometer. Das stand für mich im Vordergrund. Und so kann ich meine Entscheidung in dem Zusammenhang auch vertreten. Was können Sie denn jetzt tun? Können Sie diese Maßnahmen nicht ein bisschen abpuffern? Vielleicht hat der Landkreis ja auch Möglichkeiten, Räume. Könnten Sie vielleicht selber Geld in die Hand nehmen? Selbstverständlich gibt es Ideen, die man da entwickeln kann. Und mit der Kommune, mit Unternehmen des Landkreises, die man in Zukunft zur Abfederung dieser Härten vornehmen kann. Aber es wäre unlauter, wenn ich jetzt sage, wir haben die tragende Idee, wir haben die tragende Lösung. Aber ich bin mir sicher, bei unserer Kreativität hier im Landkreis fällt uns sicher etwas ein, wo wir das eine oder andere Problem lösen können. Am Ende der Runde nochmal die Frage an Claudia Nowka, Bürgermeisterin von Michendorf. Wie geht's weiter, Ihr Fazit? Na, ich hoffe, dass das Wort zählt, dass wir weiter in Gespräche kommen und gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, idealerweise diese Filiale in Wilhelmshorst erhalten, aber mindestens ein Geldautomat in unserem Ortsteil wiederfinden. Vielen Dank, dass Sie heute alle dabei gewesen sind. Ja, eine große Lösung konnten wir heute nicht präsentieren, aber vielleicht so etwas wie zuhören und aufeinander zugehen, was dabei rauskommt, werden wir für Sie weiter beobachten.